Bauer, vielen Dank für die Einordnung dieses Problems. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu den ganz normalen Menschen, Sie und ich und alle anderen, die wir jetzt deprimiert sind, was empfehlen Sie uns? Muss man irgendwann auch mal eine Auszeit nehmen und sagen, ich lasse jetzt mal 48 Stunden den Fernseher weg und die Zeitung lese ich auch erst wieder und kümmere mich um mich selber, gehe wandern und mache sonst etwas? Oder wie empfehlen Sie den Umgang in einer solchen Zeit im Dialog mit mir selbst? Also es macht keinen Sinn, dass wir uns 12 Stunden am Tag überfluten lassen von den sozusagen minütlich überfluten lassen von den Schreckensmeldungen, sondern es ist vernünftig, wir empfehlen allen Mitbürgern und Mitmenschen in unserem Land, reduzieren Sie die Zeit, in der Sie Nachrichten hören, auf 2, 3 Mal am Tag. Das reicht. Und natürlich sollten wir jeden Tag wahrnehmen, wie die Situation ist. Das müssen wir verfolgen. Und setzen Sie, der zweite Rat ist, setzen Sie dieser unglaublichen Aggression, die in der Ukraine hier stattfindet, setzen wir unsere eigenen kleinen Möglichkeiten der Liebe entgegen. Also helfen wir Nachbarn, halten wir in der Familie zusammen, helfen, erklären wir unseren Kindern, was da passiert, verbringen wir gute Zeit im zwischenmenschlichen Bereich. Hier darf man sich auch mal freuen. Ja, hier dürfen kleine Freuden müssen erlaubt sein. Laden wir uns ein, kochen wir füreinander. Also setzen wir mit unserer Art zu leben dieser Aggression Zeichen der persönlichen Liebe entgegen. Das wäre das, was ich empfehlen würde. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch über uns und unser Leben in einer schwierigen Zeit. Gerne. Alles Gute für Sie, Herr Herder. Ihnen auch, lieber Bauer. Alles, alles Gute und beste Grüße.